Antje, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns hier im Interview. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, denn Sie wollen mit uns heute ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeitscamp sprechen, richtig? Das ist richtig, Herr Lippe. Was ist denn das Nachhaltigkeitscamp überhaupt? Das Nachhaltigkeitscamp, das wir jetzt das zweite Mal durchführen hier an der CAS, ist ein innovatives und sehr interaktives Konferenzformat, nämlich am Grunde des Barcamps, des Nachhaltigkeitscamps steht ein Barcamp. Das Barcamp ist eine Unkonferenz, wenn man so möchte. Das heißt, es gibt keine richtig festgelegte Agenda. Es gibt ein Oberthema, aber die Teilnehmenden bestimmen selber, in welche Richtung die Diskussionen sich entwickeln, indem sie am Anfang ihre eigenen Themen vorstellen. Und dann wird ganz basisdemokratisch abgestimmt, welche Themen möchte das Nachhaltigkeitscamp denn an diesem Tag weiter verfolgen. Und dann gibt es mehrere Slots, in denen dann diese Themen workshopartig diskutiert werden. Welches Ziel hat denn dieses Nachhaltigkeitscamp? Also was soll dann am Ende rauskommen? Also ein Ziel ist natürlich die Vernetzung von Aktiven, sei es jetzt im Bereich der Zivilgesellschaft, im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Wirtschaft, diese Aktiven zu vernetzen, zusammenzubringen im Austausch über Nachhaltigkeit und die Themen, die sie umtreiben, aber dann natürlich auch das Anstoßen von Projekten und weiteren Aktivitäten im Anschluss daran. Aber das zentrale Moment ist sicherlich die Vernetzung und der Austausch, den wir hier bereitstellen wollen. Das findet ja jetzt nicht zum ersten Mal statt, wenn ich das richtig weiß. Wie war dann das erste Nachhaltigkeitscamp und knüpfen Sie da so ein bisschen dran an? Das erste Nachhaltigkeitscamp, das wir vor fast genau einem Jahr gemacht haben, mit an die 300 Teilnehmenden hier an der Karlsruhe-Schule, wir hatten also volles Haus, war so der erste Versuch, dass wir mal gesagt haben, lass uns doch dieses Thema Nachhaltigkeit, das uns auch hier in der Karls sehr stark umtreibt, was ein gesellschaftliches Großthema ist, mit anderen diskutieren, mit der Bürgerschaft, mit Aktiven, mit Unternehmen, mit Selbstständigen, mit der Politik auch hier, und schauen, was dabei rauskommt. Wir wussten also gar nicht, was wir zu erwarten haben. Aber der Andrang war groß, es wurde sehr breit diskutiert und der Bedarf wurde dann von allen geäußert, lass uns das bitte noch einmal wiederholen, wir wollen weiter diskutieren mit diesem Thema. Kann man dann da jetzt trotzdem zum zweiten Mal praktisch auch als Einsteiger reinkommen? Das auf jeden Fall. Also das Thema Nachhaltigkeit wird sicherlich von allen Facetten, die es nun mal hat, beleuchtet werden. Wir haben ein bisschen einen thematischen Schwerpunkt gesetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Also wir versuchen, diese zwei gesellschaftlichen Großtrends mal zusammenzudenken, was das bedeuten kann. Aber natürlich kann jeder auch herkommen, der sich grundlegend einmal über das Thema Nachhaltigkeit informieren möchte. Aber jeder, der herkommt, sollte wissen, hier wird auch dann gearbeitet. Also man kann nicht nur passiv konsumieren, sondern man sitzt hier dann auch in Workshops und muss sich auch vielleicht äußern. Aber das Schöne ist, jeder kann sich auch äußern und kann auch ein eigenes Thema einbringen und muss dann eben nur genügend Leute finden, die es mit ihm oder ihr diskutieren möchten. Jetzt befinden wir uns ja hier im Kontext der Karlsruhe-Schule. Die Karlsruhe-Schule selbst hat einen Studiengang, der Nachhaltigkeitsmanagement heißt. Warum beschäftigt Sie und beziehungsweise uns als Hochschule dieses Thema denn überhaupt so sehr? Um ein Kanzlerinnenwort abzuändern, Nachhaltigkeit mag nicht alles sein, aber ohne Nachhaltigkeit ist alles nichts. Es ist ein Großthema für die Gesellschaft, es ist das zentrale Thema im 21. Jahrhundert. Die Frage, wie es uns gelingt, wirtschaftlichen Wohlstand, ökologische Stabilität der Ökosysteme und auch soziale Gerechtigkeit zusammenzudenken. Wie kann sowas gelingen? Welche Rolle spielt Management? Welche Rolle kann auch eine private Hochschule spielen, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Management neu zu denken. Und das war für uns zum einen natürlich der Grund, Nachhaltigkeit ganz zentral in dieser Hochschule zu verankern. Wir sind auch Mitglied in einer Initiative der UNO zum den Prinzipien für verantwortungsvolle Managementausbildung, den Principles of Responsible Management Education. Wir haben diesen Studiengang International Sustainability Management eingerichtet letzten Jahres und eben nun dieses Nachhaltigkeitscamp auch als Schaufenster nach außen und nach innen. Wir wollen ja nicht nur hier junge Leute ausbilden oder an dem Thema forschen, wir wollen auch den Austausch mit der Umwelt, mit unserer Umwelt hier in Karlsruhe und darüber hinaus pflegen und da ist dieses Nachhaltigkeitscamp auch ein ganz zentrales Element. Jetzt ist ja die Frage doch ganz wichtig, Nachhaltigkeit kann natürlich nur gelebt werden, wenn alle Leute mitmachen. Und das betrifft natürlich auch besonders Unternehmen, die genau mit Fragen der Nachhaltigkeit in Kontakt kommen.
Wen haben wir denn dann beim Nachhaltigkeitscamp hier, der also auch aus unternehmerischer Sicht dann nochmal rangehen kann und sagen kann, ja, da sind wir schon dran und das wären zum Beispiel neue Ansätze, die wir auch nutzen könnten? Also als, wenn man so will, größeren Namen haben wir jemanden von BASF da, der dieses Thema Nachhaltigkeit aus einer Unternehmenssicht und gerade natürlich aus einer Unternehmenssicht und einer Branchensicht, die natürlich ganz unmittelbar mit Nachhaltigkeit befasst ist in der chemischen Industrie, wenn es um das Thema Landwirtschaft, Agrar geht. Das heißt, hier, glaube ich, werden wir ganz interessante Einblicke haben, aber auch kritische Diskussionen, inwiefern solche Unternehmen denn Nachhaltigkeit wirklich verfolgen können, ob sie den äußeren Zwängen, die der Markt ihnen auferlegt, dann wirklich vielleicht widerstehen können oder welche Hilfe sie vielleicht auch brauchen können. Zum anderen kommen hier auch, wir sind ja in Karlsruhe auch eine IT- und Startup-Region, das heißt, wir haben immer auch junge Unternehmerinnen und Unternehmer da, die mit neuen Ideen versuchen, nicht nur Profit zu machen, sondern in der Tat ökologische und soziale Probleme auch anzugehen. Und auch für die ist dieses Nachhaltigkeitscamp eine Gelegenheit, einmal ihre Ideen vorzutragen, aber auch sich auszutauschen mit anderen und zu schauen, vielleicht gibt es ja ganz interessante Partner hier, mit denen wir gemeinsam etwas machen können. Sie haben es jetzt gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, es kommen nicht nur Studenten und Unternehmen, sondern auch die Allgemeinheit ist dazu aufgerufen zu kommen. Im Endeffekt ist es also ein Aufruf an alle zu sagen, wenn ihr möchtet, kommt vorbei. Genau, es ist, natürlich ist es als Management-Hochschule vielleicht erstmal mit so einem Unternehmensimpuls. Dafür spricht auch unser Kooperationspartner, mit dem wir das veranstalten, die Verantwortung e.V., was ein Verein ist, ein Zusammenschluss aus nachhaltig und fair wirtschaftenden Unternehmen, die sich das hier in der Region Karlsruhe auf die Fahne geschrieben haben. Da sind wir sehr dankbar, dass wir das wieder zum zweiten Mal mit Ihnen veranstalten können. Aber es richtet sich eben nicht nur an unternehmerisch Aktive, oder andersrum gesagt, es richtet sich an alle unternehmerisch Aktiven, nicht nur an Unternehmen. Ja. Und zivilgesellschaftliche Akteure, sei es jetzt Vertreter aus dem Bereich der Gemeinwohlökonomie, seien es jetzt Menschen hier in Karlsruhe, die das Repair Café betreiben oder sich in urbanen Gärten oder solidarischen Landwirtschaftsinitiativen einsetzen. All diese sind auch damit angesprochen. Ja. Wir müssen diesen Diskurs und den Austausch mit allen Akteuren in der Gesellschaft pflegen und das Nachhaltigkeitscamp ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein Schritt hier in Karlsruhe, genau das zu machen. Perfekt, Herr Reiche, ich danke Ihnen vielmals für dieses kleine Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Nachhaltigkeitscamp. Danke, vielen Dank.